Ah, lass uns diese eine Quest hier machen. Dann will ich auch meine Fähre. Den Final Dungeon. Ja. Davon rede ich. Hier ist ein versenktes Schuldbuch. Ich habe ein bisschen mehr Leben. Mehr Rüstung. Was ist euer tiefstes Begehren? Schreibt euren Namen auf diese Seite. Und es wird erfüllt. Seltsam. Ist ein Death Note. Der Name in diesem Buch. Andrea von Lagrens Aussichtspunkt. Vielleicht weiß sie mehr. Ich war bei dir am Reden. Nee, das mein Charakter redet. Okay. Ich gehe einfach weiter. Ja, lass nicht den Lilith. Alter. Was? Was zum? Wer hat mich denn? Boah. Na langs, Daniel, ich bin jetzt voll OP. Also ich weiß nicht, was mich da schon wieder umgebracht hat, ganz ehrlich. Was war das? Das Vieh da oder was? Ich bin noch nicht bereit. Ich bin zutiefst beeindruckt. Ja, das war ja klar, dass das passiert. Warum machen die so viel Schaden? Ja, das sind Marodeure. Ja, das ist jetzt nicht mehr knapp. Wir sind knallhart. Ich habe wieder null Ahnung, was mich da gerade umgebracht hat, ey. Das ist unser Abenteuer in Diablo 4 zusammengefasst. Ja, irgendwie schon. Ich war am Kämpfen und im nächsten Moment war ich tot. Ich habe doch mein Leben und meine Rüstung erhöht. Wie kann ich denn trotzdem so sterben? Ja, funktioniert halt der Tod, ne? Der kommt mitten aus dem Nichts. Und dass ich doch vorbeigehen könnte. Irgendwann ist hier. Einfach unsichtbar geworden. Okay, der hat mir jetzt auch Schaden gemacht hier, dieser Unsichtbare. So. Oh Mann. Okay, das gefällt mir gar nicht. Ich bin viel zu viel von diesen Viechern. Ja, da auf und zu gerannt kommen, ne? Dann tut das voll weh. Hey, yo, Leute, wie geht's? Andrea der Schatten. Warum steht da ein Name in diesem Buch? Oh nein! Ich hätte dieses verdammte Ding niemals aus Ketzbardu mitnehmen sollen. Mich bekommt es nicht. Oh Mann. Also ist es ein Death Note. Ich bin auf sowas. Was? Dieses Wow. Etwas Böses lauert darin. Andrea sagte, sie hätte es in Ketzbardu gefunden. Ich bin noch nicht bereit. Ring oder was? Dann gehen wir nach Ketzbardu. Aua! Alter! Du hast umgebracht. Ja, was war das? Hey, die hat sich unsichtbar gemacht, glaube ich. Was hat das Ketzbardu? Das ist auch genau, wo der Altar ist, ungefähr. Nicht mal meine Nebenquest-Suche gefunden habe. Wenn der uns Stärke gibt, dann ist vorbei. Seht euch auf unseren Märkten um. Vielleicht könnt ihr so vermeiden, mich wiederzusehen. Okay, hier oder hier. Ja. Urgen, habt ihr jemanden von diesem Buch sprechen hören? Er sucht es bei Svea im Barbarenviertel. Ich glaube, ich habe sie einmal. Es gibt ein Barbarenviertel. Ihre Lippen haben sich nicht bewegt. Oh,
Das Ghetto. Oh, das ist da unten beim Moxenstamm, jawohl. Wo meine Brüder sind. Wo meine Schwestern. Was tun die da wahrscheinlich mit so tiefgelegten Pferden rumlaufen? Oh. Ja, hier liegt überall Fleisch rum. Ja, da ist das Barbarenviertel, alles klar. Sieht ohnehin langweilig aus. Nur eine Liste von Namen. Ich kann nicht lesen. Du zeigst einen Barbarenbuch. Bücher, die nur Listen sind. Boah, was soll ich damit? Ich beiß dir gleich ein Stück da raus, ey. Was halte ich von deinem Wissen? Na, was ist mit dir, Heiler? Hab dieses Buch schon mal gesehen. Geister. Steht mir bei. Das kann nicht sein. Mein Bruder Lyruk ist Archäologe. Er hat dieses verfluchte Ding doch, in der Ausgrabung gefunden. Er meinte, es würde ihm zufassen. War ja klar. Und versprechen, ihm jeden Wunsch zu erfüllen. Wow. Ganz toll. Das habe ich auch gehört. Aber er wollte nicht hören. Wenn ja, da tun Prostituierte. Ding weiß, dann ist er es. Er hat sein Lager in der Krone der Scheusale aufgeschlagen. Okay. Er ist bestimmt schon tot. Na, lass uns mal hier hingehen. Weil hier habe ich den Altar gefunden. Also gibt's doch einen Altar. Ja. Also wieder Kommunikationsprobleme. Mal was von dem Alter verstanden. Ah. Nein, nicht da rein. Ja, ja. Dann habe ich das zweite Mal gefragt nach dem Alter, hast gesagt, nee, nee. Oh, dann haben wir ja gar nicht die Quest machen müssen. Ich habe ja auch 5 Dinger bekommen, geil. Ja, ist mir schon klar. Boah. Ja. Noch so viele Albtraum-Dungeons. 1, 2, Intelligenz. Und dann hier so ein Ding. Jetzt habe ich bloß 5 Stärke, Intelligenz, Willenskraft und Geschicklichkeit. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin soll mit meinen Paragon-Ding. Ah, machen wir da auch noch schnell. Die Quest. Verlagerte aufgenommen haben. Nach rechts irgendwo war das. Mit dem Buch. Irgendwas des Schicksals. Stand da gerade. Machen wir mal danach. Hast du noch so ein Albtraum-Dungeon-Ding? Ja, habe ich, aber die haben wir ja alle schon gemacht. Ja, Weltboss. Wollte ich noch gucken. Wie lange dauert das noch? Vorbei oder nicht? Glaube ich nicht. War so 14 Minuten oder so. War das... Ja, bestimmt schon rum. Wo war der nochmal? Hier. 3 Minuten. Komm. Schnell rein. Schnell rein. Schauen wir noch. Oder sind so eine so ein, weiß nicht, so ein, so ein roten Gebiet schon, oder? Ich habe mich doch zu dir geportet. Wo bist du? Ja, ich habe mich wieder weggeportet. Boah. Zum Weltboss. Ja, nee. Ja, toll. Ich weiß auch nicht, wo der ist. Ja, dann teleportiere ich zu mir. Ja, so, ich weiß doch nicht, wo du bist, du Klon. Meinst du, wie ich finde deinen kleinen Punkt hier irgendwie auf der Riesenkarte? Ach so. Ich bin mal nicht. Siehst du das hier? Oh, Alter, das ist jetzt nicht hilfreich. Ich weiß genau, was du machst ohnehin. Oh, sie soll nicht wieder zurück, ey. Siehst du das? Nein, ich guck nicht hin. Ich bin bei Zabinzeit, hab ich gehört. So. hier lang.
Rand des Glaubens. Na, da ist noch einer. Er hat sich auch schon auf dem Weg. Ja, auf dem Weg zum Weltboss, mein junger Herr. Warum reitet der nicht? Ehrlich. Da war der Schänder. Felder der Schändung. Oh nee. Das ist aber irgendwie Höllenflut. Ja, aber ist ja auch, hier ist auch ein Boss in einer Minute. Aua. Ganz toll, das ist ein ganz mieser Zeitpunkt. Müssen wir jetzt hier warten. Das wird die ganze Zeit ausweichen, bis der spawnt. Na gut. Das ist ja noch eine Minute. Zeit genug für ein Schiff. Ehrlich, hat's gewonnen. Grüße. Hallo. Ich habe irgendwie noch nie jemanden so über Level 70 gesehen. So Level 80 oder 90 oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Oh, jetzt fängt's an. Wow, wieder. Wer ist er denn? Der Goldverdammte, oh nein! Oh Gott, macht der Schaden! Mir kann ich nicht angreifen. Ja. Hat er da einen Aktenkoffer mit sich? Ja, wo kommt denn der Strahl raus? Okay. Das ist mehr ein Hammer oder so. Oder? Ja, also nicht. Kann auch als Hackebeil bezeichnen. Ja, der macht euch alle verwundbar, wenn der euch schlägt. Muss was auf. Gib mir deine Handtasche. Aua. Aua. Solange nicht so ein Laserstrahl hat, der uns one-shottet. Oh nein, er kotzt Gold. Autsch! What? Finger weg, das ist meiner. Ja, der macht uns verkommt, die explodieren, okay. Die Dinger, ja. Die abgeblockt, was? Wenn ich die angreife, steht der abgeblockt. Ich kann ihn nicht kaputt machen. Leck mich! Nein, Jared wurde getötet. Alle verdammt, hier explodieren. Ja. Er hat mich gerade gekillt. Wo die Kamera so rausgezoomt ist, ey. Boah, ich wollte hier ein Monster anschauen, was zu bekämpfen, ey. So geht das, Kollege. Oh, 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 ich glaube, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Genau das meine ich. Komm, Daniel. Super. Okay, jemand anderes. Hä? Wo bist du denn? Da warst du gar nicht. Ich muss warten.
Der hat schon viel aus, der Typ, ey. Ja. Da steht 11 Minuten, aber zeigt. Oh, jetzt ist er dran. Sieht aus wie so eine typische Warcraft-Rasse irgendwie. Okay. Ich glaube nicht, dass es so eine Rasse gibt, aber ich kann mir vorstellen, eine so aussehen könnte. So wie diese. Ich habe keine Ahnung von Warcraft. Diese aus, so wie diese Typen, die so aussehen wie Stiere. Aber was macht ihr denn, Leute? Hat denn den Schwanz ab? Auf den Schwanz zielen. Ich gedacht, der war vielleicht noch irgendwie so ein paar andere Angriffe drauf, ne? Oh Gott, hier ist mal tot. Na, Alter, ich überlebe. Tue ich wieder beleben. Wahrscheinlich ist er tot. Ich muss warten. Er steht genau in dem Gegner drin, ne? Dinger. Halt von den Fan, das sind die Dinger, die alle explodieren sind. Ja, ja, ich weiß, aber die blocken meine Angriffe. Boah, was ist hier los? Gewesen, das schon wieder passiert. Ich muss warten. Steht halt direkt in der Mitte irgendwo. Keine Heiltränke mehr. Ja. Ich glaube, da kommt jetzt. Ich habe keine Tränke. Drop mal your face, mein Kollege. Oh, komm her. Hier. Oh ja, da bestimmt Tränke irgendwie gedroppt. Wo sind die? Oh Gott, ich bin tot. Wo bist du? Nein. Ich hab von den Toten bist du. Ich bin wieder da. Okay. Ich bin aber leicht tot. Ich bin tot. Dankeschön. Yay. Oh, kann ich das Ding hier einsammeln?
Oh, die Schatztruhe kann man kaputt machen. Boah. Cool. So. So. Puh. Mein Gott, der Tower Shop ist sehr viel besser als meiner. Ja, irgendwie sind die Sachen hier voll gut, die wir mal bekommen. So. Schwätzter Femur. Was war das? Ein ganz normalen Ring, was? Oh, plus 29 Intelligenz, was soll ich damit so ein bisschen? Eine Albtraumsiegel, Grabstätte der Verleugneten. Ich glaube, die hatten wir auch schon. Ah. Inferno Albtraumsiegel. Haben wir auch schon. Das habe ich auch. Ah, da zoomt die Kamera direkt wieder ran. Ja, irgendwie schon. So, was ist das denn? Gequältes Geschenk der Waffen. Das heißt, wir so eine Truhe, die wir hier öffnen müssen mit. Ich bin noch nicht bereit. 150 Glut. Haben wir nicht. Na gut, dann war nicht. Was für ein Level ist deins? Level 17. Ich habe ein Level 19. Das hat Inferno. Das habe ich gerade bekommen. Inferno habe ich auch. Da habe ich Stufe 22. Ja, den können wir nicht benutzen. Verdammt. Ich habe auch eine Stufe 20. Ja, weil das hat ja, ja, haben wir ja schon die Goa-Ruin. Also machen ja, weil es unsere Priorität irgendwie einen neuen Effekt oder so freischalten, ein Aspekt oder irgendwie so weit oder Aspekt, der eigentlich mehr im Moment. Ja, brauchst du irgendwas Bestimmtes? Nee. Ich guck mal für mich. Sollte vielleicht auch mal irgendwie mal hier so ein paar Sachen gucken. Was haben wir denn hier? Ich kann ja noch gucken, wo die sind, ne? Ja. Werden die alle wenn ihr ein Gegner mit einer Kernfähigkeit schaden zu viel besteht, das können wir machen. Klingt nicht schlecht. Mehr Dauer im Berserker. Was habe ich jetzt gesagt? Ja, ne. Gut. Machen wir einfach das. Oder was ist hier? Hier ist noch eine Nebenquest in der Nähe. Wo bist du jetzt hingegangen? Nein. Okay. So wieder so. Du hast meine Sachen ausrüsten. Ah. Können die Soundkulisse mal ein bisschen runtergehen? Ich will die ganze Zeit nur so. So. Wo wollte ich hin? Ich nehme jetzt die beiden Siegel einfach auseinander. Vielleicht kriegen wir noch was Schönes. Vielleicht kann ich auch noch ein gutes herstellen. Keine Ahnung. Ja, eine können wir sowieso noch nicht benutzen, weil wir noch nicht Level 70 sind oder Dings ja. Haben. Ich muss warten.
Ein Altar? Nee. Nicht solange ich in der Stadt bin. Ich sehe aber noch schwarz und rot. Oh ja, ich habe so viele Sachen, schwarze und rote Farben. So, du wirst mir jetzt was Gutes geben. Ich kann mir drei Dinger herstellen. So, wäre das nichts Neues drin. Nein, haben wir alles, glaube ich, schon. Glockenturm, flüsterndes Gewölbe und zerstörtes Bollwerk. Haben wir auch schon? Ja, ne? Zerstörtes Bollwerk. Ich meine, hat aber auch schon. Bum, 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 bum. Ja, war auch schon. Wieder verwerten. Kann ich denn immer noch zwei herstellen? Blutrote Kapelle, Inferno. Nein. Halt, hör auf, da reinzupacken. Machst du da? Ich versuche hier Aspekte reinzupacken. So, schon wieder, hast schon wieder was Geiles bekommen. Oh, der Zauberstab, den du gerade gesagt hast. Ich habe doch gesagt, ich habe zwei neue Sachen. Da suche ich die durch. Ich sehe alles noch nicht mal heilig. Weg damit. Will ich nicht. Ich habe jetzt sehr viel besseren Helm, aber die Effekte da drin sind voll kacke. Intelligenz, Willenskraft. Was noch übrig ist, weg damit. Machen wir noch ein paar Quests. Cashes, da müssen wir auch noch ein paar Sachen hier machen. Haben wir auch noch nicht unserem Rom vollständig. Wir haben nur 7 Quests in Kirgistan. Ja. Boah. Was sind wir denn für Helden? Ja, das ist scheiße. Warum hassen uns die Leute denn da so sehr? Alle Frauen haben da Klamotten an. Und hier sind auch 3 Quests. Was? 4 Quests. Oh. Du hast doch immer dein typischer Satz, den du immer sagst, wird vertagt. Auf heute. Oh, oh, guck dir halt an. Oh. 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 Wo wollt ihr? Kann ich helfen? Ein großzügiges Angebot, aber es ist meine eigene Verantwortung. Azar. Ich habe meine Soldaten in die verdammten Ruinen geführt und 2 von ihnen haben ihr Leben gelassen. Valim und Tala. Ich muss ihre Habseligkeiten holen. Nun, ihr müsst nicht allein gehen. Ihr müsst gar nicht gehen, wir gehen schon. Ich nehme eure Hilfe an, Wanderer. Trefft mich vor den alten Ruinen im Westen und macht euch auf. Ich war ja nicht schwer zu überzeugen. Keine Angst, Alter, wir machen das schon. Mach nicht. Tanzen. So, Heldenarm. Steht Ärger an.
Wann nicht? Jetzt schon, jetzt wo wir hier sind. Ich würde für den Kopf dieses großen hässlichen Skeletts in den Teergruben das Doppelte zahlen. Aber ich höre nur Ausreden. Wenn es so einfach ist, tötet. Welcher von deinen Skeletten war das, Weges? Was habe ich gesagt? Ausreden. Wenn ihr hingeht und den Bastard tötet, gebe ich die Belohnung stattdessen euch. Hast du das? Jetzt redet er von Skeletten, nicht vom Bastard. Ich habe es überall nachgesehen, Sir. Ja. David ist nicht im Lager. Der Junge hat mir ihr werdet besorgt. Sieht mir das an? Eine unserer Wachen ist verschwunden. Ein dummer Junge namens Daywood. Ja, der kann sowas riechen. Der Narr glaubt, er könnte unser Banditenproblem im Alleingang lösen. Hat seinen Posten verlassen. Banditen, wie unzivilisierte ja. Leute, ey. Entschuldigt die Frau. Sauer, ja, du halt die Klappe. Wenn ihr der Bastard euch gewartet. Könntet ihr nach Daywood Ausschau halten? Ich hab die Vorlage geliefert und du hast eingelocht. So uncivilized. Ich kann sagen, Untoten und Totenbeschwörer sind wohl für Kinder. Gut im Umgang mit Kindern, ey. Ja. Kinder werden nie ganz tot sein. Komm immer wieder. Macarena. Ja, mal schon. Guck mal, hier haben wir noch eine Quest. Ja, ich sehe es dann ganz ruhig. Noch eine können wir abgeben. Ja, und eine können wir annehmen. Ja, der Kreislauf schließt sich. Da habe ich wohl falsch gelegen. Und auch kein schlechtes Stück. Dreckig, aber nicht gefälscht. Danke, Wanderer. Ein Wanderer allein. Oh, I'm a wanderer. Wie steht's um eure Vorräte? Es ist alles da, bis auf eine Zutat. Das ist einfach der Daniel, der fragt. Das ist immer total missverstanden. Der Daniel fragt, wie steht es um eure Vorräte, weil du Essen hast. Ich weiß nicht, wer das herausfand, aber sie ist wirksamer, wenn sie von Ertrunkenen. Ja, hast du schon gehört von dem Fallout-Film? Da sollen. Das ist eine sehr. So, da sollen sehr viele politische Themen angesprochen werden. Was für Themen? Politische Themen. Also alles, was niemand haben will. Das war üblich. Eine Serie, den Trailer, den ich dir da gezeigt habe? Ja, oder Serie, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, ob das ein Film oder weiß ich nicht. Ja, doch, das war ein Film, glaube ich, ne? Ich weiß das jetzt auch nicht mehr. So, oh, wir müssen hier für einen Dungeon rein. Hm. Fast doch, dann gehen wir rein, wenn das schon mit der Quest verbunden ist. Nee, keine Ahnung, da war irgendwie was von, ich glaube, die Macher haben irgendwie so irgendwie was geschrieben oder so bei Twitter, so ja, der Film oder die Serie soll einige politische Sachen ansprechen. Und da haben einige Leute sich schon direkt wieder aufgeregt und sich gedacht, ach na gut, schon wieder so weit, so eine Serie oder so ein Film. Hier eine Menge. Ja. Ja, der Hauptcharakter ist ja erst eine Frau, ne? Also. Ja. Das glaube ich auch ein erstes Mal. Mein Hauptcharakter war immer männlich. Weil du den männlich gemacht hast, oder nicht? Ja. Oh, Level up. Ne, ich meine, den ersten spielen konnte sogar. Nur ein Mann spielen, weiß ich gar nicht. Mal gucken, wie das so passiert. Das Ironische ist, Fallout war ja schon immer so. So weiß ich nicht, ich vergesse immer den Namen Propaganda. Kannst den Film sowieso nicht sehen, Daniel, das ist ein Netflix-Film. Ja, ich weiß. Oder man kann ja immer so Sachen auf YouTube so nachgucken. Clips und so. Ich kann mir den Film ansehen. Davon ernähre ich mich eben. Von allen Serien, die da draußen laufen. Ich werde mir den Film ansehen. Ja. Ich bin einfach durch die Barriere geritten.
Wer hat einfach die Barriere gegessen? Wer bist du? Irgendwie Netflix will einen Film über Hannibal machen. Okay. Nur der ist schwarz aus irgendeinem Grund auf einmal. Ja. Das war jetzt nochmal. Du verstehst, Hannibal ist im wahren Leben nicht. Ich weiß. Wir müssen Alim und Tala finden. Dann haben die ja bei den Napoleon-Filmen auch gesagt: So, oh, ich bin überrascht, dass die Napoleon nicht schwarz gemacht haben oder so. Ja, weil die ständig so einen Scheiß machen. Die Hörner. Tötet Skelette, um den Champion hervorzulocken. Aber er ist doch schon hier. Was war das denn jetzt schon wieder? Warum ist denn auf einmal Felsen? Was rastest du denn hier alleine so aus? Hier ist ja niemand. Ich bin auf so einen Felsen irgendwie aus dem Boden gekommen. Ganz genau, Daniel, ganz ruhig, ich bin bei dir. Die Felsen können dir nichts tun. Pass auf, Daniel, giftiger Felsen! Ich bin noch nicht bereit. Ich sehe die Gegner durch die Wände. Ich kann sie riechen. Ich bin noch nicht bereit. Ich werde sagen, ich stinke. Ja. Oh nein. Ich kann ja Parfüm riechen. Anchovies. Lela. Alter. Also Boss auf dem Bekannt, warum halten die? Hat er jetzt schon wieder geklaut? Au! Au, au, au! Der ist schlechter! Warte, 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 warte! Ich bin noch nicht bereit. Haben wir alles unter Kontrolle? Daniel! Was ist er? Wo ist er? Ey, der zieht mich die ganze Zeit zu sich und dann betäubt er mich! Fass er nicht an! Ich bin noch nicht bereit. Nein! Jetzt. Boah, geh doch mal weg von mir! Die haben eine Mauer aufgestellt hier! Ich bin auch so die Benny Hill Musik, ja? Als ich den verfolgt hab. Ich bin noch nicht. Das ist schon ein Boss, ey. Ich muss voll starker. Hey, Leben! Hey, Leben! Hey! Er gefällt. Er hat Ballast abgeworfen für seine Tränke. Da, 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 da. Warum hätten wir doch hier auf? Warum macht er so einen Schaden? Ja, trotzdem. Tun wir doch in letzter Zeit alle weghauen. Die normalen. Die normalen dann. Ja, eigentlich schon, ey. Das ist ja schon wieder passiert. Der hat so einen scheiß Move, ey. Der zieht mich zu. Der zieht mich an dich ran und dann betäubt er mich und schlägt auf mich ein. Ich glaube, ob der dich zu und dann haut er mich. Ich muss warten. Ja, das ist ein Schild. Hergeben! Hergeben! Boah. Ich bin nicht bereit. Mein Gott. Eine Axt. Blutspieß habe ich nicht mehr. Cool. Ja, man, das ist dieser Heil-Move, den ich mal hatte. Hier unten ist schon der nächste Boss.
Warte mal hier. Genau der gleiche Typ wahrscheinlich. Der hat sich gerade nicht an sich ran. Der hat mich gerade zu sich gezogen und dann hat er mich betäubt. Der hat mich eingeschlossen. Naja, ist ein bisschen einfacher. Haben die Gegner irgendwie missplatziert oder was? Ja, wir packen den finalen Boss hier am Anfang der Dungeon. Ich habe ihre Habseligkeiten. Ah! Danke. Ich falle. Ich falle für mich entschärft. Oh, keine Ressourcen verbraucht mehr. Oh, oh, oh. Und ich fege. Heute ist Hausputz angesagt. Oh. Seid ihr unter den Teppich gekehrt. Unter den Teppich. Ah, der sticht auf die. Ich muss warten. Wieso denn auch schon wieder? Ist da nicht weiter? Ja, ich habe ja gerade voll die Action gehabt. Ein Ei. Ich hasse Bücher. Leser. Gott. Noch viele Gegner, viele Gegner. Vier Schaden. Ich bin noch nicht bereit. Alter, warum? Ich mach den ja gar nichts anscheinend. Wer hat den wieder hochgemacht? Los, melden bitte. Voilà. Ja, da ist so ein Leuchtefutti. Oh, ich glaube, ich bin tot. Wir sind so viele Sachen. Ich glaube nicht. Ganz ruhig sein. Für der Todeszone da unten. Au. Ich muss warten. Ja, ewige Qual. Der hat mich provoziert, ich muss das zerstören. Gut machen. Wow. Ich muss warten. Wow. Und alle auf einmal weg. Ah. Oh Gott. Und ich bin Herrscher. Totalität.
schwemmende, schwemmende Blut an den Händen, ich bin Herrsche. So. Mal kurz auf mein Paragon-Ding gucken, wo ich hingehe jetzt. Ich hab keine Ahnung, ey, wo ich hingehen soll, ey. Ich hab die ganzen seltenen Knoten eigentlich schon. Ich nehme an, da oben gehe ich, glaube ich, ne? Stärke, Willenskraft. Da lang. Jetzt nur auf diese Dinger hier in den Ecken los, die mir alle Bonus geben. Warum sind die Gegner schon geschwächt? Was? Wir rein, die haben schon Schaden. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Ich bin noch nicht bereit. Ich räume schon ein bisschen auf. Ich bin noch nicht bereit. Lass dich nicht so auf. Ich bin noch nicht. Folge einfach der Gold, der Goldspur. Ja. Wollt ihr aufs Maul? Alle von euch sind 150 Gegner hier auf einmal. Ja, ein paar Explosionen hier dabei. Alter! Nein, ich will nicht die Kiste einsammeln, ich will auf den drauf kloppen. Wann bist du denn mit der scheiß Kiste? Nein! Nein! Ihr habt ja eine Kiste, um zu spielen. Jetzt gib mir die Kiste. Oh. Ich bin noch nicht bereit. Ich will immer noch mit der Kiste. Ich hab die Kiste. Ich wiederhole, ich hab die Kiste. Ich auch. Der Vogel hat sein Nest verlassen. Der Vogel hat sein Nest verlassen. Oh nein, drop die Bomben, drop die Bomben. Drop the bomb, man. Ich muss warten. This is serious. Everybody in Uganda knows Kung Fu. This is serious. Everybody in Uganda knows Kung Fu. Ich weiß nicht, ist der Film witzig oder mein Bruder ernst? Das ist schwer zu sagen, ne? Ich meine, ist der Film einfach so schlecht, dass er witzig erscheint oder... Wenn jeder in Uganda Kung Fu kann, dann ist das ein ganz schönes Problem. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Jetzt doch, Junge! Ah, hier ist das nächste Ding. Ja, schnappen wir uns. Ich erstmal alle vorbeilaufe. Na, ich war angeweidet. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Oh, Stangen war peilig. Lass mich mal abchecken. Oh mein Gott, ist die stärker. Oh. Okay. Und die hat den gleichen Effekt, weil ich jetzt habe schon. Also kann ich die auch ausrüsten. Hm, alle Werte plus 44. Hm,
Ja, nehmen wir. Ja. Muss ich schon wieder mein Paddel hier wegrüsten. Nein. Wer ist denn diese Frau, die da mit dir läuft, Anne? Das ist eine Quest. Das ist die Schwester von der Frau, die dir hinterher läuft. Genau gleich auch aussieht. Eine? Ja. Ich wollte nur, ob der Daniel aufpasst. Was ist er denn? Oh nein, die Gleitschuppe. Lass ich mal mein Schwert deiner Kehle entlang leiten. Übernehmen. Bleib einfach stehen und greif an. Die schießen für mich auch alle auf den Tag. Aber einfach stehen, da mache ich mehr Schaden. Verdammt, ich treffe den nicht. Ich hab mich noch nicht bewegt. Oh. Oh. Alleine übergezogen in die Fresse. Eisenblütiger. Alle zwei Gegner in der Nähe bis maximal 10%. Okay. So, warte mal, wir sollten noch hier irgendwie. Ist das gar nicht hier drin? Nur irgendwie Skelette erlegen, steht da doch. Da muss man nur ja Ding holen. Egal. Vertrag. Okay.